Hi, mein Name ist Nemesis und ihr seid bei Sofa TV. Ich bin Dante Dan aus der Antilopen-Gang und ich komme aus Aachen und ich liebe Äpfel. Ich bin Nemesis in der Antilopen-Gang und ich komme von Düsseldorf und ich liebe Äpfel. Ich bin Kolja, der neue Boss der Antilopen-Gang. Wollen wir erst die Gang machen fertig? Ich bin Panikpanzer von der Antilopen-Gang und ich liebe Äpfel. Er ist der alte Boss. Ich bin Form aus Kottenweiler, aus der Holtenbacher Straße 2, einem roten Backsteinhaus mit blauen Fensterläden. Und ich habe Hunger und ich bin krank. Ich bin Julian aus Köln. Ich bin Basedev aus Essen. Von Julian und Basedev. Eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, dass er nicht spricht. Es kommt ein neues Album raus, Motto Mobbing von Kolja und Nemesis. Es ist produziert von Pitlab, unseren Freunden aus Düsseldorf. Ja, Motto Mobbing, ich glaube, da muss man nicht mehr zu sagen. Es ist wahrscheinlich ab dem Moment, wo das online ist oder im Fernsehen oder sonst wo, muss man es nur googeln, um es zu finden. Es gibt es kostenlos und zu kaufen mit mehr Liedern. Also die Toten Hosen haben dieses Lied, was ich über sie gemacht habe, gehört und lustig gefunden und haben dann halt angeboten, das so ein bisschen zu unterstützen und haben deswegen dieses Interview gemacht. Und das habe ich natürlich dankend angenommen. Und so intime, niedliche Kindheitsgeschichten aus meiner Frühzeit wird es auch nie wieder in einem Interview geben. Das Lied heißt Die Toten Hosen. Man kann es auf YouTube sehen. Erzähl mir nix von Rap, ich hör lieber Tote Hosen. Ich bin Düsseldorfer und mit der Musik hier groß geworden. Ich habe nix zu tun mit so stupiden Hosenfans. Doch das beste Album aller Zeiten bleibt Opel Gang. Erzähl mir nicht, dass sie nicht Punkrock sind. Schon 78 war bei ZK Punk das. Also wir zum Beispiel, wir beide haben ja auch zusammen noch die Crew Dienstarzt Nuklearmedizin. Wir distanzieren uns vehement von Poetry Slam. Zum Beispiel von Sebastian 23, dem wir schon 2 Diss-Tracks gewidmet haben, den wir wirklich furchtbar finden, ganz ernsthaft, der ist echt schrecklich. Zweitens will ich, wenn du kannst auch was dazu antworten, ich kann auch zu was mit dem nicht rein antworten. Ach so, keine Ahnung, also ich... Also ich hab gereimt eigentlich meistens. Dilo ist schon ziemlich alt und wohnt in Sarazenien. Linke Auge, Sackgesicht, den Kopf voll FDP. Früher war er frisch im Kopf, das ist lang vorbei. Heute ist er voller Hass und ein Wirtschaftswunder. Was ich wirklich schade finde, ist, dass so das Ursprüngliche irgendwie davon ausgeht, dass es eine feste Schiene gibt, auf der bestimmte Sachen einfach zu laufen haben und dass die dann halt so als das natürlich gesetzt wird. Das finde ich sehr schade, weil gerade
wenn man es jetzt mal so betrachtet, also Sachen wie Reime weglassen oder besetzt ja schon immer erstmal ein dieses, dass man merkt, dass das so bewusst, also bewusst weggelassen heißt ja, man setzt sich, würde sich jetzt an einen Text dran setzen und überlegen, wo man dann möglichst wenig Reime einsetzen könnte. Das finde ich halt auch eine ziemlich unsinnige Vorstellung, ehrlich gesagt. Sondern, keine Ahnung, es ist halt ein Text, der entsteht, wie wahrscheinlich jeder andere Text auch, bloß dass ich halt im Gegensatz nicht bewusst danach gucke, wo Reime gesetzt werden. Das ist für mich ein viel bewussterer Vorgang, als auf Reime zu verzichten. Jedenfalls verdichtet sich das dann irgendwann ja auch zu einem eigenen Style vielleicht, den man hat oder so, beziehungsweise den man natürlich irgendwo, ne, wo man da dann Erinnerungen dran weckt oder so, das sei mal dahingestellt. Auch an der Käsetheke muss man schon mehr verblinden, alleine hätte ich mir keine extra Scheibe Käse geschnitten. Die Frau an der Käsetheke muss man schon mehr verblinden, alleine hätte ich mir keine extra Scheibe Käse geschnitten. Die Frau an der Käsetheke muss man schon mehr verblinden, alleine hätte ich mir keine extra Scheibe Käse geschnitten. Die Frau an der Käsetheke muss man schon mehr verblinden, alleine hätte ich mir keine extra Scheibe Käse geschnitten. Alleine hätte ich mir keine extra Scheibe Käse geschnitten. Die ist unfreundlich. Die hat keine Spaß in ihrem Beruf. Aber wir schon. Ein Problem der trotzdem noch vegetarischen Ernährung ist natürlich, dass ich eben keine Wurst zur Hand hatte. Aber das ist okay. Weil dieses Stück Käse schon stark trieft von tierischen Fetten. Und genau darum geht's. Okay, jetzt kommt Part 2 und jetzt seid ihr an der Reihe. Ich hebe immer, also auch den Käse, wenn er Käsebestandteil ist. Wer sich für uns interessiert, kann sich Alben runterladen und so weiter auf antilopengang.de und aktuelle Termine und so einen Kram gibt's immer auf facebook.com/antilopengang. Geht dahin und kauft auch mal Dinge, nicht nur runterladen. Danke. Ich kaufe alle meine Musik legal und ich verschenke trotzdem Musik. Nein. Und ich bin trotzdem dafür, dass man auch mal was verkaufen kann. Das heißt, ich gebe allen recht. Pluralismus. Nichtsdestotrotz kann man Musik finden im Internet unter fifaform.de, wie mit F halt, wie man es spricht. Oder bei facebook.com primform. Prim mit P. Ich bin auch im Internet. Bei Soundcloud / Illoyal. Und BaseDev ist auch im Internet. Bald gibt es auch Sachen wieder von uns zu kaufen. Wir hatten immer wenig und es war schnell nicht ausverkauft, sondern verschenkt, weil es wenig Leute kaufen. Vielen Dank.